Blase scheint unüberwindbar zu sein. Werden wir ihn heute bezwingen können? No. Ja. Also für alle, die beim letzten Part nicht dabei waren. Ich habe zwar hier fleißig Monitore an- und ausgeschaltet, was ich jedoch vergessen habe, ist folgendes. Er guckt noch immer fern. Er achtet ja gar nicht auf die Monitore. Ich bin ja irgendwie 10 Mal in diesem Raum drin gewesen und mir ist es trotzdem nicht aufgefallen. Das, ja, war wahrscheinlich mal wieder zum Haare raufen, aber naja. Dafür bin ich ja zuständig. Ich hab rauf bei mir selber ja immer die Haare. Was meint ihr, warum ich nur noch so wenig hab? Warum das so langsam Licht wird? Und die wenigen, die ich noch hab, auch noch grau sind? Aber das ist eine andere Geschichte. Wir steigen da an, anstatt mal so ordentlich aufs Dach. Sagen wir es mal so. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir doch auch tolle Item-Reaktionen machen mit dem... Mit der Antenne, oder? Wir haben jetzt so ein paar Sachen. Hier zum Beispiel Telefon mit Antenne, das ist ja sogar praktisch. Hier, Harvey. So funktioniert Teleshopping. Ich hatte es immer vermutet. Genau so. Sieh her, Harvey. So kann man das Fernsehbild anwinkeln. Hurra! Dann kann man sich endlich auch hinter der Kamera umgucken. Ja. Sieh her, Harvey. So kann man den Empfang verbessern. Das klingt plausibel. Sieh her, Harvey. So kann man die Frequenz messen. Ein Frequenzmesser. Du bist ein Genie. Ein Frequenzmesser. Wundervoll. Sieh her, Harvey. So kann man die Radiowellen abends wieder einrollen. Wie Spaghetti. Aha. Wundervoll. Wozu? Um den Empfang zu dämpfen? Ja. Sieh her, Harvey. So kann man einen Sender verschlüsseln. Ich hänge an deinen Lippen, Edna. Er ist begeistert. Da kann ich leider nicht drauf rumkritzeln. Sehr schade. Sieh her, Harvey. Hier kommt die Fernsehgebühr raus. Unglaublich. Du weißt einfach alles. Er ist begeistert. Das klappt so nicht. Ach, die Cornflakes. Die Cornflakes. Was ist nur mit den Cornflakes? Mann. Sieh her, Harvey. So umgeht man die Rundfunkgebühren. Naja, ich kenne auch andere Methoden. Was? Nein. Kann gar nicht sein. Das würdest du nie tun, Harvey. Halt. Gleichzeitig oh, ganz in wollte ich noch gar nicht. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Mit großen? Mit großen was? Was zum Kuckuck? Nicht schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Da muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Die bekloppten Show hat doch was für sich. Sieh her, Harvey. So kann man alte Sendekonzepte aufwärmen. Ach, so einfach? Mhm. Oh. Hallo, Stiesel. Immer noch eingesperrt. Guck mal, Stiesel. Ich hab den Goldtopf gefunden, den du am Ende des Regenbogens versteckt hast. Hey, was willst du damit andeuten? Das Spiel ist aus, Stiesel. Inspektor Konrad, Kriminalkommissariat Ost. Ich habe die illegalen Machenschaften in dieser Anstalt aufgedeckt. Hände hoch! Hey, hast du meine Cornflakes gegessen? Schnell, Harvey, fahr schon mal den Wagen vor. Hier, du kannst die wieder haben. Das klappt so nicht. Schade. Sind ja auch leer, ne? Guck mal, Stiesel, ich bin jetzt bei der Therapie angemeldet. Tja, zu spät, wie ich fürchte. Willst du ein Autogramm vom Barmann? Ich will vor allem, dass du da runterkommst und mich hier rauslässt. Wir wollen alle etwas, was wir nicht haben können. Oh ja. Willst du ein Autogramm von Dr. Marcel? Ich will vor allem, dass du da runterkommst und mich hier rauslässt. Wir wollen alle etwas, was wir nicht haben können. Allerdings. Willst du den Schlüssel? Weißt du, was das hier für ein Schlüssel ist? Ist das etwa... Hey, gib den sofort her! Der Doktor versteht keinen Spaß, wenn es um seinen Geheimraum geht. Niemand darf da rein. Verstehst du? Niemand! Guck mal, ich hab dir ein paar Topflappen mitgebracht. Scheiße.
Räumst du etwa die ganze Anstalt leer? Also... Hör mal, lass mich lieber hier raus. Der Doktor wird auch so schon wütend genug sein. Hast du gerade das S-Wort gesagt? Guck mal, ich hab jetzt eine Gabel. Scheiße. Räumst du etwa die ganze Anstalt leer? Hör mal, lass mich lieber hier raus. Der Doktor wird auch so ganz schön wütend auf sich sein. Er sagt aber ziemlich oft Scheiße. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Ich bin keine Mörderin, nein. Noch nicht, Edna. Noch nicht. Ich erzähle ihm lieber nicht vom Wäschelift. Ja, besser ist das. Hey, lass das! Nochmal. Hey, lass das! Hallo? Für dich! Hallo? Hallo? Ja, reingelegt. Hey! War da etwa Amanda, der dich knutscht? Hey! Gut, ich glaube, mehr haben wir nicht, ne? Na gut. Dann nix wie raus hier. Ja. Er guckt jetzt wieder die bekloppten Show. Aber irgendetwas stimmt in der bekloppten Show noch nicht. Jetzt muss ich aber leider nochmal, weil ich mir nicht gemerkt habe, was das jetzt für ein Raum war. Hier der obere, der muss noch ausgeschaltet. Ja, genau, das war das mit dem Wäschelift. Okay. Prima. Das heißt, wir lassen uns nochmal kurz einsperren. Mal wieder. Gehen zu Trap ab. Gehen zu Trap ab. Gehen zur Tür ab. Haha. Der war lustig, ne? Es lädt. Oh oh. Hey. Hey. Ich bin schon... Nicht so schnell. Ja. Es lädt. So. So. Gut. Ein letztes Mal, Leute. Ach, Edna, du willst hier einfach nicht rein, ich weiß. Aber diesmal ging es sogar verhältnismäßig schnell. Habe ich zumindest den Eindruck gehabt. Ja, beim letzten Mal war das alles schon geladen, weil wir so oft hin und her sind. Diesmal müssen wir leider wieder warten. Aber ihr habt Zeit, ne? No. Ihr habt Zeit. No. Hey Edna, du hast dein Fadenkreuz im Auge. Da kommt der nächste Ausgang. Glück gehabt. Sieht gut aus hier. Okay. So, gleichzeitig bin ich gespannt. Ganz in der Nähe. Ach ja, Licht an, Licht aus. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. Immer wieder schön. Ja, Leute. Und jetzt kann ich auch mal endlich erzählen, was es damit auf sich hat. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass ich ganz zu Beginn dieses Let's Plays gesagt habe, das war ein sehr, sehr schweres Rätsel, wo ich wirklich damals auch nur mit der Komplettlösung draufgekommen bin. Und zwar war das so, ich hatte so eine ähnliche Idee. Ich habe gedacht, okay, weil du auch in den Badezimmern das Licht an- und ausschalten konntest, dass du hingehen musst und machst überall das Licht aus, nur in den Badezimmern, da lässt du es an. Dass er also wirklich nur Toiletten sieht, in dem Sinne, wenn man so will. Ja, das war so meine Idee. Aber Poki wollte was anderes. Poki wollte WC dort stehen haben. Tja, und jetzt sind wir hier. Und können endlich das tun, was wir tun können.
Was? Genau, wir können das tun, was wir tun können. Wir gucken mal, was er da drin macht. Das Klo ist besetzt. Echt? Wer hockt denn da drauf? Psst, da sind die Schlüssel. Die schauen verführerisch unter der Klowand hervor. Au ja! Kombinieren wir Items damit! Sieh nur, Harvey, der Generalschlüssel. Yippie, zum Greifen nahe. Aber er hängt noch an dem Gürtel fest. Yippie, ein Gürtel. Nein, du verstehst mich nicht. Der Gürtel hängt noch an der Hose. Boah, Generalschlüssel, Gürtel und Hose. Wir machen heute richtig fette Beute. Aber die Hose hat Blase doch noch halb an. Blase halb an? Es wird immer besser. Hörst du mir überhaupt zu? Zu? Oh, wundervolles Zu. Jetzt kann es nicht mehr gesteigert werden. Hey, lass das. Mist. Der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Puh. Ein Glück. Ich hatte es schon. Jetzt hätte ich beinahe das schon gemacht. Ich wollte ihn ja noch gar nicht nehmen. Vielleicht kann ich den Schlüssel mit dem Stiel vom Poloschläger... Hey, Finger weg! Uiuiuiui. Der passt echt auf. Vielleicht hast du einen Schlüsselmoment, Captain Unbrauchbar. In diesem Bild hat Captain Unbrauchbar den Schlüssel zum Tiefparterre-Cave verloren. Und den Schlüssel zu meinem Herzen damit auch. Vielleicht, wenn ich den Senf vorher kräftig schüttel und dann mit etwas Schwung... Ey, Finger weg! Uiuiuiui! Vielleicht... Wenn ich die Ketchup-Tube so anwinkle und dann aus einiger Entfernung... Ey, Finger weg! Uiuiuiui! Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich kriege dich schon noch. Das glaubst auch nur du. Wir sprechen uns noch. Vielleicht könnte ich mir beim Barmann noch so einen Stinkdrink holen und... Ey, Finger weg! Uiuiuiui! Ich bin mir nicht sicher, ob es die Zickzackschere war. Ich weiß nicht mehr, was es war. Deswegen kombiniere ich jetzt lieber erstmal ein paar ganz unnütze Dinge damit. Vielleicht, wenn ich die Nummer vom Gürtelhersteller errate, könnte ich mit einem gut gezielten Anruf... Ey, Finger weg! Uiuiuiui! Vielleicht kann ich den Schlüssel mit dem Strohhalm ansaugen und dann... Ey, Finger weg! Uiuiuiui! Kleiderbügel, den brauchen wir ja dann auch nicht mehr. Das würde es vielleicht sogar sein. Oder Messer? Vielleicht kann ich mit dem Messer den Gürtel irgendwie... Ey, Finger weg! Uiuiuiui! Davor probieren wir die Gabel! Die Gabel! Vielleicht kann ich den Schlüssel irgendwie auf die Zinken der Gabel... Ey, Finger weg! Uiuiuiui! Vielleicht, wenn ich ganz sanft mit den Topflappen... Ey, Finger weg! Uiuiuiui! Oder wir tauschen den Schlüssel einfach aus! Vielleicht kann ich die beiden Schlüssel unbemerkt austauschen... Ey, Finger weg! Uiuiuiui! Vielleicht kann ich mit Dr. Marcells Unterschrift direkt auf dem Schlüssel... Ey, Finger weg! Uiuiuiui. Ja, vielleicht mit des Barmanns Unterschrift. Jetzt war ich zu weit. Vielleicht, wenn ich das Papier vorher drunter lege und dann mit einem spitzen Gegenstand... Ey, Finger weg! Uiuiuiui. Aber muss ihr lassen, sie hat Ideen. Vielleicht, wenn ich ihn dazu bringe, eine Partie Tic-Tac-Toe gegen mich zu spielen... Ey, Finger weg! Uiuiuiui. Tja, er hat wohl gewonnen, die Partie. Das klappt so nicht. Ach, Cornflakes, ihr seid nutzlos. Vielleicht könnte ich mir eine einstweilige Verfügung erwirken und auf diese Weise... Ey, Finger weg! Uiuiuiui! Vielleicht koche ich eine Suppe aus Gold und wenn der Wächter dann nicht hinguckt...
Uiuiuiui. Tja, dann haben wir wohl alles durch. Nehmen wir die Zickzackschere, dann wird's die wahrscheinlich nicht sein. Vielleicht kann ich die Schlaufe am Gürtel mit der Zickzackschere... Hey, Finger weg! Uiuiuiui. Na, dann muss es doch der Kleiderbügel sein. Vielleicht kann ich den Schlüssel mit dem Haken vom Kleiderbügel... Hey, Finger weg! Nein! Uiuiuiui. Gut, dann müssen wir gucken, wie machen wir das am besten? Psst, da sind die Schlüssel. Die schauen verführerisch unter der Klowand hervor. Nimm sie! Hey, lass das! Mist, der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Aber wie? Wie bekamen wir ihn? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Hast du eine Idee, Spiegel? Ah, schön. Merhortsch. Merhortsch. Das klappt so nicht. Ach, Cornflakes, ihr lasst euch noch nicht mal rückwärts aussprechen. Spott. Das sind einfach die besten Item-Reaktionen. Gut. Schade. Gucken wir erstmal, was es hier so gibt, ha? Am Kontrollpult. Das sieht kompliziert aus. Dann benutze es. Hübsch bunt. Ja. Das ist groß und schwer und mit 1000 Kabeln verdrahtet. Ich lasse es lieber hier, wenn's recht ist. Nein, wozu haben wir die Zickzackschere? Schneid einfach die ganzen Kabel ab und gut ist. Nicht nötig. Alles unter Kontrolle. Ach Mann, aber Ketchup kannst nicht du drauf nötig. Machen. Alles unter Kontrolle. Du willst wohl nicht. Dann wollen bestimmt auch die Cornflakes nichts damit anfangen. Das klappt so nicht. Was habe ich mir gedacht? Nicht nötig. Gut. Kann ich den Fernseher wieder anschalten? Ach nee, wahrscheinlich haben wir ja keinen Empfang, ne? Wo gehst du hin? Gibt's den nicht als Flachbildvariante? Aber echt, ey. Irgendwie hypnotisch. Ja, WC-ig. Der Ketchup guckt gerne Kochsendungen. Da lernt man die tollsten Sachen. Der Senf liebt Castingshows. Ist es nicht verschärfend, die da seinen Senf dazu gibt? Die Zickzackschere mag Versöhnungsshows. Ich erlebe schon beruflich so viele Trennungen. Ey, ist das geil, dass wir jetzt hier zu den Items auch noch die Lieblingssendungen erfahren? Ist das gut? Das wusste ich auch noch nicht. Die Cocktailkarte guckt nichts Spezielles. Sie zappt einfach nur. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Das Telefon verpasst nie die Börsennews. Ich muss immer wissen, wie meine Kurse stehen. Wie Juppi-Jupsen. Der Strohhalm sieht gerne Telenovelas. Die sind vielleicht hohl, aber ich mag sie. Der Kleiderbügel mag Styling-Shows. Ich weiß nie, was ich ansehen soll. Sollte das gerade Brewster Nell sein? Das Messer guckt am liebsten Horrorfilme. Ich fühle mich erst unterhalten, wenn Blut spritzt. Oh Gott, da ist Kinski-Waschmaschine schon wieder. Die Gabel mag gern alte Schinken. Ich stehe auf Filme mit Clark Gable. Der Topflappen guckt am liebsten Talkshows. Kein Eisen ist mir zu heiß. Der Schlüssel guckt gern Pay-TV. Auf den verschlüsselten Sendern hat man ein viel breiteres Angebot. Absolut. Da kann ich leider nicht drauf rumkritzeln. Schade. Das Formular lässt gerne im Hintergrund Musiksender laufen. Solange es mich nicht vom nötigen Papierkram ablenkt. Nur die Cornflakes. Das klappt so nicht. Die wollen mal wieder nichts gucken. Spielverderber. Die Polizeimarke verpasst keinen Tatort. Unrealistisch, aber spannend. Der Topf mag Kuppelshows.
Auf jeden Topf passt ein Deckel. Ich bin fest davon überzeugt. Ich auch. Gut. Ich könnte jetzt noch zig Dinge mit dem Wasserspender kombinieren. Nee, aber wir haben ein anderes Thema im Moment. Wie kommen wir an den Schlüssel ran? Wie machen wir das? Wir haben ja bei unseren Items wirklich alles ausprobiert. Harvey, was sagst du dazu? Die nur Harvey. Ich bin aber stimmt, das hatten wir. Hey, lass das. Mist, der Schlüssel, ich muss... Vielleicht sollten wir mal mit der Klotür reden. Hey, ist da jemand drin? Ja. Ja, verdammt. Bist du das Neue? Klar. Dauert's denn noch lang? Frag nicht. Ich hab's mir so lange verkniffen. In meiner Blase ist mehr Wasser gespeichert als der Jahresniederschlag am Amazonasbecken. Jetzt kommst du mit den Wassersprüchen. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Blase oder die Klotür? Hey, ist da jemand drin? Ja. Frau in meiner als... Ich könnte ja mal das Licht aus... Nee, hier kannst du dich nicht ausschalten. Schade. Wäre natürlich gut, hier das Licht aus und dann in einem unbemerkten Moment den Schlüssel klauen. Vermaledeit, ich hab's echt vergessen. Wie kam man nochmal an den Schlüssel ran? Das war bestimmt was ganz Einfaches. Wartet mal. Ja, natürlich. Ja, wenn wir uns den Schlüssel einfach nehmen könnten, dann hätten wir ja unseren Schlüssel. Dann bräuchten wir auch keinen Schlüssel nachmachen irgendwie. Weil das ist ja hier mit dem Topf mit Gold und so weiter und eine Form, wo das Ganze reingießt. Also wir müssen uns ja einen eigenen Schlüssel machen. Wenn wir uns jetzt hier den Schlüssel einfach nehmen könnten, ginge das ja nicht. Wir brauchen nur einen Abdruck von diesem Schlüssel und dafür brauchen wir Tonerde, meine ich. Genau. Und das müsste doch beim guten Herrn Mubbelfrupp irgendwie zu machen sein. Warte mal. Wenn wir schon mal hier sind, könnten wir aber theoretisch auch das schon mal machen hier. Das lässt sich nicht abmontieren. Entschuldigung, öffnen. Danke. Rein damit. Und es ist geschmolzen. Wieder nehmen. Au, heiß. Entschuldigung. Mist, so komme ich da nicht ran. Ist ja heiß. Endlich haben die Topflappen vom Bienenmann eine Verwendung. Das sollte klappen. Dafür sind sie da. Gut. Gucken wir ihn uns an. Kinder, das Essen ist fertig. Noch nicht, Fati. Es ist noch früh. Morgenstund hat... Wir unterbrechen dieses Wortspiel für eine wichtige Mitteilung. Der Spieler mit der IP-Adresse 192.543.323.121 hat seinen Browser im absoluten Halteverbot. Bitte rebooten Sie unverzüglich Ihr System und stellen Sie sich gut sichtbar auf Ihren Balkon. Vielen Dank. Okay, aber was, wenn ich keinen Balkon habe? Die IP-Adresse hat ja gestimmt. Erdhaufen. Genau dafür mussten wir ihm die Schaufel geben. Wir nehmen den Erdhaufen mal mit, gucken ihn uns an, reden mit ihm, was auch immer. Da liegt ein Häufchen Tonerde. Ach, ein Häufchen Elend. Du bist Abschaum. Nur ein Haufen Schlamm. Du bist der Staub zu meinen Stiefeln. Du bist Dreck. Aber... Ich nehme nur eine Prise. Der Ton ist zu trocken für einen Abdruck. Aha. Und das klappt wohl so nicht. Das klappt so nicht. Habe ich mir gedacht. Darf ich vorstellen? Bürokratie, Dreck, Dreck, Bürokratie. Sieh nur, Harvey, wie gut sie sich verstehen. Wen wundert's? Ah, schön. Sorry, aber der Stift schreibt nicht auf Erde. Tja, aber die Erde ist noch nicht heiß, Herr Lustig. Sorry, aber der Stift schreibt nicht auf Erde. Dafür müssen wir doch sorgen.
Ja, eigentlich nicht, aber egal. Die Erde ist zu trocken für einen Schlüsselabdruck. Ja, aber Schlüsselabdruck ist eine gute Sache. Ich frage mich, ob Gott Topflappen benutzte, als er den Menschen aus Tonerde schuf. Bei Dr. Marcel bestimmt. Wäre ich Gott, würde ich mir die Hände nicht schmutzig machen wollen. Du hast ja auch keine Hände. Es sieht zwar aus wie Moussaka, ist aber tatsächlich nur Acker. Ah, okay. Kein Moussaka. Was ist denn das? Mein Gott, ich kann schneiden, so oft ich will. Diese Tonerde ist unzerstörbar. Wozu? Damit die Tonerde keine Falten wirft? Ja. Oh, nimm mal einen Schluck davon. Schön erdig. Und knirscht so angenehm zwischen den Zähnen. Ja, Edna, jetzt bist du wieder geerdet, ne? Kein Freizeichen. Vielleicht arbeitet das Telefon nicht mit Ton, sondern mit Impuls. Verflucht. Und ich habe meinen Impuls in der anderen Hose. Nein, da steht auch so schon nur Dreck auf der Karte. Was ist denn das? Mein Gott, ich kann schneiden, so oft ich will. Diese Tonerde ist unzerstörbar. Wahnsinn. Hier, mit Ketchup verfeinern. Lecker. Dreck mit Ketchup. Irgendwie bekomme ich Lust auf Hamburger. Und wie wär's mit Senf oben drauf? Lecker. Dreck mit Senf. Irgendwie bekomme ich Lust auf Hamburger. Captain Unbrauchbar trägt ein Cape aus schmutzabweisender Weltraumfaser. Noch bröseliger kann ich die Tonerde nun wirklich nicht klopfen. Gut. Aha, wie, was sagst du dazu? Lecker! Tonerde! Ist nicht alles auf. Vielleicht brauchen wir noch was davon. Vielleicht. Nehmen wir sie doch einfach mal mit. Prima. Ein Häufchen Erde haben wir jetzt auch noch mit dabei. Und ich habe ja schon mehr oder weniger gespoilert, was wir machen müssen. Aber die Erde ist ja noch trocken. Die Erde ist ja heiß. Was müssen wir damit tun? Das erfahrt ihr im nächsten Teil von Edna bricht aus.